Hi, ich bin Emal von iDock. Kannst du dein Galaxy S9 nicht mehr laden oder keine Dateien mehr übertragen? Das kann daran liegen, dass deine USB-Buchse defekt ist. In diesem Video zeigen wir dir, wie du die selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist etwas schwieriger, weil das Backcover stark verklebt ist. Du solltest also 60 bis 90 Minuten dafür einplanen. Wir empfehlen dir folgendes Werkzeug. Mehrere flache Plektren, ein breites, dünnes Werkzeug zum Öffnen, einen Phillips-Schraubendreher, einen Saugnapf, einen Stahlspatel, eine ESD-Pinzette und einen Plastikspudger. Das Werkzeug zum Öffnen sollte möglichst breit und dünn sein, wie zum Beispiel das iFlex oder das iPlastics. Außerdem sollte es keine scharfen Kanten haben, damit es das Gehäuse oder das Backcover nicht zerkratzt. Du brauchst außerdem einen Heißluftföhn oder einen normalen Haartrockner, um stark verklebte Teile zu lösen. Das passende Ersatzteil mit dem richtigen Werkzeug findest du als Reparaturset auf unserer Website idock.eu. Dazu bekommst du unsere praktische iDock Magnetmatte. Außerdem findest du auf unserer Seite diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur! Schalte das Gerät erstmal aus, um während der Reparatur Kurzschlüsse zu vermeiden. Halte den Power-Button gedrückt, bis das Ausschalten-Symbol auf dem Display erscheint. Schalte das Gerät jetzt aus. Um das Rückglas zu lösen, nimm einen Heißluftföhn. Du kannst auch einen gewöhnlichen Haartrockner benutzen. Warmer Kleber löst dich leichter und so kannst du das Rückglas einfacher entfernen. Am einfachsten kannst du das Rückglas mit einem flachen und biegsamen Werkzeug wie dem iPlastics oder iFlex lösen. Außerdem brauchst du mehrere Plektren, um nach und nach den Kleber zu lösen. Erwärme die Stelle, an der du beginnst, und setze einen Saugnapf unten auf das Rückglas. Drücke mit einem flachen Werkzeug zwischen Rückglas und Rahmen und ziehe dabei am Saugnapf. Das iPlastics hat den Vorteil, dass es aus Kunststoff ist und den Rahmen nicht zerkratzt. Dafür ist es sehr weich und schwierig einzuführen. Setze falls nötig mehrmals an und erwärme zwischendurch immer wieder. Sei bitte besonders vorsichtig, das Rückglas kann sehr leicht brechen. Das Rückglas zu lösen kann eine halbe Stunde dauern. Lass dir lieber etwas mehr Zeit und arbeite sorgfältig, um nichts kaputt zu machen. Wenn das Werkzeug einmal eingeführt ist, führe ein Plektrum in den Spalt ein, um ihn offen zu halten. Ziehe dann das Werkzeug um den gesamten Rand entlang, um den Kleber nach und nach zu lösen. Den Saugnapf kannst du jetzt abnehmen. Erwärme dann die nächste Stelle, an der du arbeitest, und schiebe nach und nach die anderen Plektren ein. An der unteren Seite ist das Rückglas besonders stark verklebt. Wenn das Rückglas überall gelöst ist, hebe es nur leicht an. Der Fingerabdrucksensor unter der Kamera ist noch mit einem Kabel verbunden. Trenne den Konnektor mit einem schmalen Spudger. Hier am Rand sieht man den Kleber. Über dem USB-Anschluss ist das Rückglas besonders breitflächig verklebt. Nimm jetzt das Rückglas ab und lege es zur Seite. Entferne danach alle gleich langen Phillips-Schrauben an der Platinenabdeckung und lege sie gemeinsam ab. Das Gerät hat nur zwei verschiedene Schraubenlängen. Sollten sich einzelne Schrauben nicht sofort lösen, kannst du auch eine Pinzette zu Hilfe nehmen. Die Platinenabdeckung mit dem NFC-Tag ist in der oberen Kante eingehakt. Hebe sie leicht nach oben und nimm sie dann heraus. Jetzt liegt der Akkukonnektor frei. Um bei der Reparatur Kurzschlüsse zu vermeiden, solltest du den Akku trennen. Entferne im nächsten Schritt den Lautsprecher. Auch hier sind die Schrauben gleich lang. Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette leicht an und nehme ihn dann heraus. Trenne jetzt den Konnektor der Frontkamera mit einem Spudger. Hebele von der freien Seite, wo keine Bauteile auf der Platine liegen. Nimm die Kamera dann aus ihrer Fassung. Entferne jetzt den SIM-Halter. Dafür benutzt du am besten ein SIM-Tool oder eine Büroklammer. Ziehe dann den SIM-Halter heraus.
trenne jetzt die verschiedenen Stecker von der Hauptplatine. Du solltest den Spudger leicht drehen und nicht wie mit einem Brecheisen hebeln, da du sonst die Platine beschädigen kannst. Neben dem Display-Connector liegen kleine Teile, die leicht kaputt gehen. Trenne dann die Knopfstecker der Antennenkabel. Am besten greifst du sie mit der Pinzette am Kabel und nicht am Stecker selbst. Löse den Stecker mit einer Drehbewegung der Pinzette. Löse jetzt noch die einzelne Schraube an der Platine. Bevor du die Platine entfernst, achte darauf, dass alle Konnektoren zur Seite gebogen sind und nicht hängen bleiben. Die Hauptplatine ist auf der Unterseite noch mit dem USB-Board verbunden. Klappe die Platine nach oben und trenne den Konnektor mit dem Spudger. Lege dann die Platine beiseite. Entferne als nächstes die Audiobuchse. Die ist mit einer Schraube befestigt. Löse die Schraube und trenne dann den Konnektor. An der oberen Ecke kannst du die Buchse mit einem schmalen Werkzeug heraushebeln. Löse dann die weiteren Schrauben des USB-Boards. Diese sind auch wieder alle gleich lang. Löse dann das am Rand verklebte Kabel, zum Beispiel mit einem Stahlspatel. Nimm dann das Board in die eine Hand und löse es nach und nach mit dem Spatel. Trenne die beiden Antennenkabel vom USB-Board. Am besten greifst du sie mit der Pinzette am Kabel und nicht am Stecker selbst. Löse den Stecker mit einer Drehbewegung der Pinzette. Setze jetzt das neue USB-Board ein. Platziere es im Gehäuse und drücke es fest. Achte darauf, dass alle Teile richtig sitzen. Führe das Flexkabel wieder am Rand entlang. Es muss unter eine kleine Plastiknase im Rahmen. Schließe jetzt die Antennen auf dem neuen Board an. Positioniere dir die blaue Antenne mit einer Pinzette und drücke mit dem Spudger, um sie zu verbinden. Drücke die Antenne in ihre Führung und am Akku entlang. Schließe dann die weiße Antenne an und führe sie über der blauen Antenne entlang. Verschraube jetzt das Board. Setze auch die Audiobuchse wieder ein und drück sie leicht an. Setze den Konnektor wieder auf und verschraube die Buchse. Nimm die Hauptplatine und verbinde den Konnektor an der Unterseite. Nun kannst du die Platine langsam umklappen und in das Gerät einsetzen. Pass auf, dass du keine Kabel einklemmst. Biege dazu alle Antennen und Konnektoren zur Seite. Drück die Platine nach unten, bis sie leicht einrastet. Befestige dann die einzelne Schraube an der Hauptplatine. Du kannst jetzt alle Stecker wieder verbinden. Die Antennen kannst du mit der Pinzette positionieren und dann festdrücken. Auch die Konnektoren für das Display und die Lautstärketasten kannst du jetzt anschließen. Die Konnektoren verbinden sich mit einem leichten Klick. Wenn nicht, nimm die Konnektoren wieder ab und versuch es noch einmal. Setze jetzt den SIM-Halter wieder ein. Wenn der klemmt, sitzt die Hauptplatine vielleicht nicht richtig. Setze auch die Frontkamera ein und drücke den Konnektor fest. Setze dann den Lautsprecher wieder über dem USB-Board auf, drücke ihn fest und verschraube ihn. Achte darauf, dass er unten eingehakt ist. Schließe jetzt den Akku wieder an. Setze dann die Platinenabdeckung mit dem NFC-Tag auf. Hake sie oben ein und drücke sie rundherum fest. Befestige dann wieder alle Schrauben. Bevor du das Rückglas auf das Gehäuse setzt, überprüfe den Kleber. Der sollte gleichmäßig auf dem Rückglas sitzen. Du kannst auch überschüssigen Kleber entfernen. Bevor du das Rückglas wieder auf das Gehäuse drückst, verbinde den Fingerabdrucksensor mit dem Konnektor. Nimm ein Plastikwerkzeug, um an den Konnektor ranzukommen.
Erwärme das Rückglas nochmal mit Heißluft, damit sich der Kleber wieder verbindet. Solange der Kleber abkühlt, kannst du das Rückglas mit den Fingern festdrücken. Beachte aber bitte, dass das Smartphone nach der Reparatur nicht hundertprozentig gegen Flüssigkeiten geschützt ist. Dein Gerät ist jetzt repariert und ich hoffe, es hat dir richtig Spaß gemacht. Werkzeug und Ersatzteile findest du auf unserer Website idoc.eu. Fragen, Anregungen und Hinweise kannst du uns in die YouTube-Kommentarbox schreiben. Wir helfen dir da gerne weiter. Wenn dir diese Anleitung geholfen hat, abonniere uns und gib uns ein Like. Wenn deine Freunde auch ein kaputtes Handy haben, erzähl ihnen doch von idoc. Auf unserer Seite findest du detaillierte Anleitungen zu allen gängigen Modellen. Jetzt viel Spaß mit deinem reparierten Gerät und bis zum nächsten Mal.